Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister-Let's Play. Ich bin wieder ein Eisenschmiede. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal noch gemacht habe. Ich habe letztens ohne Video gerade noch irgendwas schnell gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr. Zumindest transmogt habe ich mich auch wieder. Ich habe gesagt, das kann ich die Teufelskapuze morgen. War dann mega hyped, da bin drauf gekommen. Das restliche Teufelsstuff, der passt irgendwie nicht so recht zur Kapuze dazu. Deswegen, ja, sind wir bei der Robe der Macht, glaube ich, hieß sie von Schneiderei, sind wir geblieben. Aber der Umhang ist irgendwie ganz cool. Sieht irgendwie aus wie Rotkäppchen jetzt, nur in klein. Egal, aber wir schauen uns allererstes wieder die Briefe an, die ihr mir geschickt habt. Wenn ihr mir gerne ingame was schreiben möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne machen. Einfach auf dem Server Blackrock Charakter stehen und dann die Larim schicken. So, fangen wir gleich an. Mayuray, glaube ich, soll das heißen. Eine Frage. Hey, ich habe einen guten Freund von mir, würde gerne mit WoW anfangen. Er will sich nicht BFA und Shadowlands dann kaufen, wenn es rauskommt. Könnte er sich nur Shadowlands vorbestellen, ohne BFA zu kaufen? Könnte trotzdem mit Level 120 oder müsste er sich beide holen? Momentan muss er sich noch beide holen. Ich weiß nicht, wie es ist, sobald Shadowlands rauskommt. Wir haben ja jetzt ein Release. Shadowlands erscheint am 28.10. 4 bis 6 Wochen davor erscheint der Pre-Patch. Das heißt, irgendwann Anfang Mitte September kommt der Pre-Patch. Aber noch muss er sich BFA kaufen. Wie lange? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es sogar noch ein Zeitchen nach dem Release ist. Aber ich hoffe mal, dass sie es gleich ändern, weil gerade für neue Spieler ist mir sehr, sehr verwirrend, wenn sie sich dann mehr holen müssen. Aber ich denke mal, dass man sich ab dem 28.10. nur noch Shadowlands an sich holen muss. Bella Delphine. Hey da, Schiami, gibt es irgendeine Klasse der Rasse, die du noch gerne im Spiel haben möchtest? Klasse eher weniger. Rasse würde ich gerne Oger sehen. Ich würde gerne Oger sehen, und wenn du so ein Caster-Oger, weil magiebegabte Oger haben immer zwei Köpfe. Deswegen wäre es irgendwie cool, spielst du halt Magier-Oger und dann hast du zwei Schädel und kannst auf jedem Kopf vielleicht was anderes morgen oder so. Das wäre vielleicht ganz cool. Miralet, hallo Flo, habe eine Frage, und zwar, ich spiele Krieger Level 120 und aber Item Level 450, was muss ich machen, damit sich mein Item Level aufwertet? Entweder die 7. Legion oder Herz von Azeroth durchmachen. Die Fraktionen haben nichts mit einem Item Level zu tun. Herz von Azeroth ist, braucht man mittlerweile auch nicht mehr, weil das wird eh alles geändert. Da kriegst du die Aufwertung jetzt von alleine, wenn du auf die ganze Umhang-Questreihe und Co. machst. Ansonsten geh einfach auf YouTube und gib ein Schiami neu auf 120, da wird alles erklärt, und das sollte ganz am Ende auch erklärt sein, wie du über 450 momentan hinauskommst. Aber ab dem Pre-Patch, wie gerade vorher gesagt, sobald der kommt, ist das eher gesagt irrelevant, weil im Pre-Patch gibt es dann eh nochmal neue Gear-Möglichkeiten für 4 bis 6 Wochen, und danach ist eh das Add-on vorbei und dann ist das Gear so oder so irrelevant. Wexley, wow, Collector's Edition, yo, meinst du, die Shadowlands Collector's Edition lohnt sich? Es ist ja nur das Artbook, Soundtrack, Mousepad und 4 Sammelpins für 116, 39 BFI Edition war, glaube ich, genauso viel drinnen und habe die für 28 Euro gekauft, vielleicht im Nachhinein, aber vorher nicht. Die Editions kosten eigentlich immer ziemlich gleich viel, meistens zwischen 120 Euro. Ich meine, das sind halt Collector's Edition. Ob du das wirklich brauchst, das musst du selber wissen. Das ist nur Zeug, was bei dir zu Hause rumsteht. Wenn du das Geld hast, kaufst du ja. Wenn du es unbedingt haben willst, kaufst du ja. Wenn du es jetzt nicht unbedingt brauchst, dann wozu? Ich habe mir noch keine gekauft. Ich muss noch schauen. Ich würde mir auf jeden Fall gerne eine holen, weil ich liebe so Artbooks dafür immer. Und noch ein Brief von ihm. Wollte einfach mal Danke sagen für deine tollen Videos. Danke dafür für die Streams. Danke für die tollen Guides. Danke für deine tollen Hilfe im Thema Mounts und Raids und weiter und so weiter. Wollte einfach mal Danke sagen. Dankeschön, Mann. Vielen Dank. Hunter Döner. Okay. Hallo Schiami, deine Guides helfen sehr. Danke für die coolen Videos. Mach weiter und ich hoffe, die Pads gefallen dir. Jede Menge Pads. Das sind die ganzen Drop-Pads, oder nicht? Ja, das sind die ganzen Drop-Pads aus den verschiedensten. Aus den verschiedensten Raids und Locations überhaupt. Insel-Expeditionen und Co. Dankeschön. Kann man auf jeden Fall brauchen auf dem Char. Everlone wieder mit Mats am Start. Handwerk nicht so wirklich, aber man könnte es so nennen. Noch einmal eine kleine Aufwertung für deine Banktaschen, hoffe ich. Somit wieder mehr Platz für Mats. Dankeschön. Blutzeitentaschen. Das letzte Mal haben wir alles mit den 16er Taschen ausgestattet. Gut, jetzt können wir die nochmal ersetzen. Dann können wir da nochmal alles reinballern. Jetzt nehme ich die diesmal aber gleich raus. Ich kann hier Shift-Links-Klick drauf machen und räume es mir gleich alles aus. Gerne kann ich das nämlich gleich machen. Wunderbar, Dankeschön, Mann. Parashilenis, glaube ich, soll das heißen, Ehrenmann. Hey, Schiami, ich wollte nur sagen, dass ich deine Videos feiere und deine Vlogs sind auch nice. Dein Friseur-Video war auch hilfreich. Ich muss nur erst meiner Freundin erklären, warum der WoW-YouTuber jetzt Friseur ist, aber dann hat es funktioniert. Warte, jetzt hast du das jetzt nachgemacht, oder was? Mach einfach weiter, so bist ein richtig cooler YouTuber-Streamer. Habe jetzt nur noch 21 Kupfer auf dem Char. Kann ich dir noch... mit freundlichen Grüßen, Sergeant Paragilinis. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hast es jetzt einfach nachgemacht. Es könnte schlimm ausgehen. Diddledum, huhu. Hey, Schiami, ich habe eine kleine Flame und eine Frage. Flame zuerst, mich triggert es jedes Mal bis zum Mond, wenn du deinen Bolt ohne eine Pyrolyse-Stack einsetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich achte gar nicht drauf, wenn ich ein Let's Play recorde, weil ich bin so in meinem Kopf und im Laberschwall drin, dass ich nicht mal aufpasse, wie es überhaupt in-game passiert.
Und die Frage, bekommst du eigentlich als großer WoW-Streamer Vorteile von Blizzard, die kostenlose Ingame-Zeit oder anders, oder bist du deren Augen trotzdem ein Otto-Normal-Gamer? Ich habe schon öfter, ich meine auf Instagram gleich jetzt gepostet, ich habe öfter so kleine Geschenke bekommen zu Weihnachten oder halt die Collector's Edition wurde mir von BFA geschenkt und halt die 15 Jahre Ding wurde mir geschenkt. Aber ja, das sind halt kleine Gimmicks, aber ich kriege jetzt nicht in-game irgendwas und auch bei den Collector's Editions, die ich so bekommen habe, habe ich nie für mich selber benutzt, weil ich kaufe die auch schon immer vor. Ich habe jetzt Shadowlands auch schon wieder gekauft. Also die Digital Deluxe Edition, aber wenn ich jetzt die physische nochmal kriegen würde, dann die Codes, die da drin sind, die gebe ich dann halt wieder im Stream weg oder so, weil die brauche ich dann persönlich nicht. Aber sonst in dem Sinne eigentlich nicht, nein. Also ich habe da jetzt keine, ich weiß nicht, wieso viele immer davon ausgehen, ich wollte es nur hier anmerken, ich habe da jetzt keine Geheimkontakte oder sonst irgendwas. Ich kriege das ohne mein Wissen, Leute jetzt an der Tür und auf einmal steht ein Paket da. Also ich weiß genauso nichts davon. Talinea, Gold Squish, grüß Gott, Xiaomi, danke erstmal für deine Videos. Guides haben mir schon oft weitergeholfen und sind immer interessant zum Anschauen. Im Moment verfolge ich deinen Iron Man Dudu. Du verfolgst den? Ich hatte eine Frage bezüglich dem Golden Shadowlands respektive Pre-Patch. Wird es gleich wie beim Leveln einen Squish geben? Das heißt, sind hier bestimmte Items, Transmog Mount zum Beispiel, günstiger oder wird es noch alles gleich viel kosten? Wir machen uns schon mal auf in der Zwischenzeit Richtung. Habe ich einen Ruhestein oben gesetzt? Nee, gleich nicht. Das Gold generell von den ganzen Items, das wird runtergeschraubt. Also man kriegt nicht mehr so viel Gold wie aktuell, wenn man die alten Raids läuft. Das war schon eigentlich immer so. Zum Beispiel Cataclysm war damals so die To-Go-Raids, wo man immer reingegangen ist, um Rohgold zu farmen. Das wurde dann eh massiv genervt und jetzt wird es halt das gleiche sein wieder mit Mists of Pandaria und Warlords of Draenor, weil Warlords of Draenor sind ja aktuell die Raids, die wieder immens viel Gold gewähren. Und ja, das wird halt mit der Zeit immer genervt und wir haben halt immer neue Raids, beziehungsweise halt mit Shadowlands sollte man easy die Legion-Raids solo schaffen. Also das sollte dann eigentlich keinerlei Problem sein. Und dann kriegst du eh da wieder mehrere Items raus und Co. Ich weiß, weil vielleicht das irgendeiner in die Kommentare unten reinschreiben wird. Und zwar zwecks Legacy Loot, weil viele ja, oh, ich war auf der Beta unterwegs und in den alten Raids funktioniert kein Legacy Loot mehr. So wie es ausscheint, so wie es aussieht, ist es momentan Bug. Ist nicht geplant, dass Blizzard auf einmal den Legacy Loot rausnimmt und auf einmal halt keine 6 Items mehr beim Boss droppen und wieder Berserk Loot dran ist. Das ist nicht geplant, das ist einfach nur ein Bug. Und dass Raids momentan schwerer skaliert sind, ist ebenfalls ein Bug. Das wurde sogar von Aiden auf Twitter nochmal gepostet, dass sie das momentan einfach noch nicht gebalanced haben. Da muss man halt einfach immer sich ein bisschen gedulden. Und ich kann euch zu 1000% sagen, egal was Klassentuning oder Klassenfähigkeiten angeht, egal was Questen angeht und Quest-Balancing in den verschiedenen Dingen, also wo man wie schnell levelt, oder sei es Solo und von alten Raids, es wird zu 1000% überall irgendwelche Bugs geben. Das ist jedes Mal so, wenn solche Dinge passieren. Also mit einem Pre-Patch könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wieder zahlreiche Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Na dann gehen wir gleich mal die Prinzessin retten. Das müssen wir hier auch noch machen. Das ist eigentlich eine Gruppenquest, aber wir haben ja einen Tankpad mit dabei. Das sollten wir eigentlich easy peasy schaffen. Und ich habe mich auch vertan. Ich meinte vorher, 27. ist Shadowlands Release, also 27.10. ist Shadowlands Release, nein, 28. 27. ist meistens, wo haben wir's? Sollte Dienstag sein, genau Dienstag. Das heißt, in unserem Fall ist Release vom 27. auf dem 28. Also man könnte sagen, entweder 27. 0 Uhr oder 28. 0 Uhr 1. Eine Minute nach Mitternacht, so stimmt's. Da ist der Release. Oh, Bett, geh rein. Sonst kriege ich hier aufs Fressbett. Aufs Fressbrett, nicht Bett. Nein, jetzt wollte ich gerade Duplizierung machen. Das gibt es nicht. Da ist also der Release am 27. Bin schon wieder mega hyped. Kann es gar nicht mehr abwarten. Pre-Patch wird natürlich auch nochmal hyped. Nochmal Zusammenfassung, was ist überhaupt im Pre-Patch drinnen? Im Pre-Patch sind generell alle Systemänderungen drinnen, die Shadowlands mit betreffen. Was sind Systemänderungen? Das sind so Sachen wie, wir haben dann nur noch 50 Level, beziehungsweise es geht dann bis 60, aber man kann vorerst noch nicht leveln, sondern es ist halt vorerst bis Level 50. Also wenn man 120 ist, ist man dann Level 50, weil es mit den anderen Chars aussieht, da ist eher ein Rechner auf Wowhead, den ihr alternativ benutzen könnt. Da könnt ihr einfach ausrechnen, was eure Chars sind, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, die 4 Wochen können auch noch Je nachdem, wie lange der Pre-Patch dauert, sollte er normalerweise für EU irgendwann zwischen 9. oder 23. sollte der Pre-Patch hitten. Das ist so die Zeitspanne, wo er eigentlich stattfinden sollte. Am 8., 9., 10.,
Ja, sollte eigentlich ziemlich genau passen. Also irgendwo zwischen 9. und 23. Normalerweise dauert ein Pre-Patch 4 bis 6 Wochen, deswegen ist es halt ein bisschen schwer zu sagen. Ich dachte auch eigentlich, dass sie bei der Gamescom, bei der kurzen Show, dann nochmal irgendwie genau sagen, wann der Pre-Patch hittet, aber das kam dann doch noch nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass in Kürze irgendwann ein Blue Post aufblinken wird. Ich tippe sogar irgendwann im Laufe dieser Woche jetzt, dass sie da einen Blue Post ballern werden, weil Anfang September passt perfekt, wenn sie da schreiben würden, dass halt ja Season 4 von Battle for Azeroth dauert nur noch 2 Wochen oder sonst irgendwas und dann wissen wir genau, was vorbei ist. Die System-Changes, die drinnen sind, das ist halt erstmal das Leveln. Es sind alle Charakteränderungen mit drinnen. Das heißt, wenn ihr euren Charakter anpassen wollt, wenn ihr Charakter Service kaufen wollt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr dann natürlich alles anpassen. Aber Achtung, ihr braucht keinen Service kaufen, wenn ihr jetzt nur die neuen Charakter-Kosmisierungen haben wollt. Das könnt ihr ganz einfach beim Friseur machen. Ihr könnt sogar beim Friseur ab Pre-Patch zwischen männlich und weiblich switchen. Also wenn ihr jetzt einen männlichen Ork spielt oder wenn ich jetzt den Gnomi hernehme, dann kann ich den einfach auf weiblich switchen beim Friseur. Also das kann man jetzt ganz frei machen. Das kostet, glaube ich, auch nur irgendwie 20 Gold oder so. Da könnt ihr das dann immer so hin und her switchen, wie ihr das denn haben wollt. Dann, natürlich sind die ganzen Klassenüberarbeitungen drinnen. Also die Klassen-Talent-Changes, die Rotationsänderungen. Dann Corruption funktioniert nicht mehr. Das heißt, wenn ihr euch jetzt noch Verderbnissachen kauft, die funktionieren alle nicht mehr. Die werden einfach deaktiviert. Der Legendary Umhang geht ganz normal, ist halt einfach ein Item, das man trägt. Die Azerit-Teile funktionieren auch noch, die Essenzen funktionieren anscheinend auch noch. Nur allerdings funktionieren die dann nicht mehr, wenn man in Shadowlands reingeht. Das heißt, sobald man durchs Portal geht bei Shadowlands, dann oder durchs Portal durch, bei Icecrown halt durchgeht, dann funktionieren die Items nicht mehr. Das heißt, momentan kann man den ganzen Stuff halt noch ganz normal usen. Ansonsten kann man sich halt noch vielleicht für die ein oder anderen Erfolge diese Sachen holen. Wenn man da vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es für Erfolge gab da, aber vielleicht will man sich da noch irgendwas gönnen dort. Das kann ja immer gut sein. Dann, was ist noch mit drinnen? Das Pre-Event natürlich. Das Pre-Event findet dieses Mal in Eiskrone statt. Das heißt, in Eiskrone hat man dann die Möglichkeit, dass man bei einer Questreihe mitmacht. Die Questreihe wird quasi immer in den, oder die Questreihe geht halt von Woche zu Woche weiter und wird halt dann immer mehr aufgebaut bis zum Grande Finale quasi in Eiskrone selber, wo halt dann, wo wir halt dann das Pre-Event oder das Pre-Event, wo wir dann ja das Intro haben, wenn es denn überhaupt in die Schattenlande reingeht. Ob da noch was drinnen ist, das wissen wir noch nicht. Das ist zumindest das, was vorerst zu sehen ist. Vielleicht kann es auch sein, dass sie Sachen zurückhalten, weil gerade aktuell sind sie nämlich sehr bei dem Ganzen dabei, dass sie immer sagen, sie wollen nicht unbedingt alles zeigen, was drinnen ist. Aber ja, schauen wir mal. Es kommen auf jeden Fall noch Cutscenes. Wir haben zum Beispiel Nathanos, ist einer der Bosse beim Pre-Event. Also ein World-Boss, den man legen kann. Man kann ein paar Twinks noch nachgieren. Also es gibt so World-Bosse, die dann in, oder so Mini-Bosse, so Rares halt einfach, die in Eiskrone spawnen immer. Die werden dann groß eingezeichnet mit dem Totenkopf. Und da kann man einfach Gear für sein Level holen. Und das ist jetzt aber kein spezifischer Ultra-Rare-Skin oder so, sondern das war einfach nur das Zeug, was halt in Eiskrone in den 5 Spielerinstanzen drinnen droppen kann, weil das sind halt genau die Bosse, die dort wieder spawnen, sind halt Untote, sind halt wieder auferstanden. Und das kann man sich dort drinnen dann nochmal holen, in höherem Item-Level. Ich weiß gar nicht, was für ein Item-Level das war. Ich tippe mal so 440 oben, damit man halt irgendwie so einen besseren Start noch beim Questen hat, wobei das eh keinen großen Unterschied macht, weil das ist ja so beim Leveln immer, das ist ja drauf ausgelegt, dass wenn jetzt einer frisch aus BFA kommt, muss der ja genauso in Shadowlands Questen kommen. Das heißt, was hat man für Item-Level, wenn man 120 frisch wird? 270, glaube ich. Das heißt, auf so ein Item-Level um den Dreh ist das normalerweise ausgelegt, dass man dort hat, wenn man weiter questen geht und alles, was drüber ist, das erleichtert einen halt einfach das Leveln vielleicht für ein paar Level. Normalerweise, was ich gesehen habe, war es so bis Level 100, bis Level 55 dann, also mit der Skalierung, wo irgendwie mein Gear noch relevant war und danach hat es halt massiv abgenommen. Und wie gesagt, sobald man in Shadowlands levelt, die Essenzen und Co., das ist ja dann auch alles gleich mal deaktiviert. Denn sobald man in die Shadowlands geht, hat es ja keinen Sinn mehr, dass der Hals noch irgendwie einen Verbund aufbauen kann zu unserer Weltenseele. Das macht ja dann keinen Sinn mehr. Aber anscheinend, solange wir uns nicht in Shadowlands selber befinden, können wir den Hals noch weiter benutzen. Das fand ich ein bisschen irgendwie merkwürdig. Warum sie den nicht einfach gleich deaktivieren, weil ich sehe schon wieder, dass das irgendwie zu massiven Problemen führen kann, dann zwecks Balancing in Timewalking-Instanzen oder anderem Content, aber das werden wir dann feststellen, wie sie das handhaben werden. Ich vermute mal, dass das irgendwann im Verlauf dann deaktiviert ist, weil sie keine Lust haben, das zu balancen, so wie es halt bei
bei alten Set-Items war und Co., weil bis zu Warlords oder bis vor Warlords of Draenor konnte man ja zum Beispiel noch Tierset-Bonis benutzen aus alten Expansions. Also du konntest einfach beim Leveln zum Beispiel hergehen und jetzt Warlock Tier 1 farmen und konntest halt von den Set-Bonis profitieren. Du musst aber davon ausgehen, dass sie diese Set-Bonis über Jahre hin immer wieder nachtunen mussten, sodass sie nach wie vor funktionieren und nicht irgendwo komplett broken sind, weil da waren schon ein paar Sachen dabei, die ziemlich busted sind oder ziemlich busted waren. Da gab es ja zum Beispiel das, wer das zum Beispiel noch hatte, das Zul'Gurub-Set für einen Paladin. Da war ja ein Reduce drauf für Hammer of Justice, beziehungsweise dass das dann noch eine Sekunde länger anhält. Und das war teilweise, ich glaube, 10 Meter mehr Range, glaube ich, kürzerer Cooldown und, glaube ich, eine Sekunde längere Stun-Down. Das war teilweise so OP, weil Pala hat ja auch das Talent, dass er halt die Stun-Down verkürzen kann wieder. Also, dass er den Hammer schneller wieder abhatte. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber, ja, so Dinger gab es halt dann immer mal wieder. Irgendwo war noch was dabei. Wir haben unseren Death-CD bekommen. Irgendwo war noch sowas dabei in der Art. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich glaube, es war beim Schurken Tier 3 oder so. Ich weiß nicht, weil ich hatte ja auch für Pimtwings, die halt, deswegen habe ich zum Beispiel die Tier 3 Set-Teile, habe ich ja immer auf anderen Chars gekauft. Also, wenn ich den Stuff im Black Market gekauft habe, habe ich es meistens mit einem Level 60er gekauft. Also, den habe ich dann halt als Pimp hergenommen. Zum Beispiel beim Hunter war es extrem. Mein Hunter hatte dann das komplette Hunter Tier 3. Und der hat halt teilweise so harte Aimshots geballert, dass ich halt one-hitten konnte in einem 60er BG. Das war halt schon irgendwie derbe witzig, aber ist ja dann auch nicht mehr Sinn und Zweck von dem Ganzen. Aber sowas gab es halt immer wieder mal, deswegen denke ich mal, dass das irgendwann deaktiviert wird. Ansonsten, wie gesagt, soll es eigentlich ziemlich gewesen sein mit Pre-Patch. Ich weiß nicht, ob das sonst noch was kommt. Wie gesagt, es gab noch dieses Hidden Set, aber ob das jetzt für den Pre-Patch war oder ob das generell was komplett anderes war, das kann man leider bis heute noch nicht sagen. Das werden wir vermutlich erst erfahren, wenn denn tatsächlich der Patch auch da ist. Ich tippe nicht, dass Blizzard uns da irgendwie spoilern wird. Wir wissen, dass eine Cutscene drinnen ist oder wahrscheinlich zwei Cutscenes drinnen sind. Einmal in Eiskrone und einmal nachdem wir Nathanos killen. Muss aber nicht sein, dass es jetzt eine pre-rendered Cutscene ist, sondern kann auch sein, dass das quasi im Ingame mit deinem eigenen Charakter wieder sowas ist. Da bin ich immer nicht so der Fan von, aber ist trotzdem ein nettes Gimmick irgendwie. Ist besser als gar nichts, sagen wir so. Das könnte nochmal sein, dass sowas mit am Start ist. Und ansonsten haben wir im Pre-Patch halt einfach ein bisschen Spaß, weil wir wahrscheinlich im Stream ein bisschen Sachen durchtesten, vielleicht irgendwie ein bisschen duellieren oder generell halt die ganzen Transmog-Sachen weiterhin durchmachen. Aber Pre-Patch ist generell immer witzig, weil gibt sicher wieder irgendeinen Erfolg und irgendeine Kleinigkeit gibt es halt sowieso. Deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, dass es halt das Set geben wird, wenn man halt beim Pre-Patch mit dabei war. Während halt diesen 4-6 Wochen, wenn man halt am Event teilgenommen hat. Und wie gesagt, das Event ist so staggered, das heißt zum Beispiel in der ersten Woche, wo das Event anfängt, kann man die Questreihe beginnen und dann jede Woche wird halt die Questreihe dann erweitert und wird halt dann, führt halt immer mehr bis hin zum Finale halt, was dann an Eiskrone selber stattfindet. Sodass man halt ja so einen realistischen Zeitflow hat und halt jede Woche irgendwas hat, worauf man sich freuen kann. Ich weiß nicht, warum viele Leute da immer so mad sind, weil die sehen das dann wieder, oh, das ist ja wieder Timegating, da muss ich ja wieder da und da spielen und so. Ich verstehe sowas immer irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich mag das, gerade so wie bei Surama und so. Wenn das jetzt irgendwie in realistischem Zeitmaß aufgeteilt ist, wo ich sagen kann, ich kann da die Kampagne weitermachen und so und jetzt bauen wir unsere Truppen auf und dann fangen wir halt diesen Krieg an und so und nächste Woche kann ich halt dann weiter reingehen und so. Sowas fand ich immer mega interessant. Ich kann es nachvollziehen, so wie es bei der Verehrten Küste gemacht wurde, wobei bei Verehrten Küste waren ja dann Quests wie, ich weiß nicht, sammelt 1000 Apexis-Kristalle oder so irgendwas und dann war es das halt wieder mit der Quest. Sowas kann ich verstehen, aber bei anderen Quests, wo es halt jetzt lore-mäßig erzählt wird, selbst wenn es halt nur Quests sind, Kill XY, aber es macht halt schon Sinn, dass das Ganze aufgebaut wird. So wie beim Krieg der Dornen mit BFA Pre-Event, da war es ja genauso. Da haben wir ja auch unsere ganze Armee mitgenommen, haben sie durch Ashen Vale durchgebracht und so weiter und haben halt eben unseren Standpunkt weiter ausgebaut. Das fand ich irgendwie ziemlich cool sogar. Auch wenn es jetzt in-game nicht so viel zu tun war, aber es war trotzdem irgendwie ein cooles Event und cool anzusehen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, ob es irgendwas noch ganz versteckt haben, dass wir vielleicht noch, auf das wir uns vielleicht noch freuen können. Sei es das Set oder vielleicht halt, ich weiß ja nicht, so ein kleines Szenario in Eiskrone, wo wir uns durchkämpfen oder so. Weil die letzten Add-ons hatten wir immer so Szenarien mit dabei, was wir spielen konnten oder nicht. Es war halt immer irgendwie, Broken Shore war es zu Legion, wo wir den Strand halt gestürmt haben. Zu BFA war es halt Lordaeron, wo wir Lordaeron angreifen konnte. Die Szenarien sind ganz cool irgendwo. Aber diesmal war halt auch nichts zum Testen. Und die Sachen wie Broken Shore und Co., das war halt immer zum Testen am BTR. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich meine,
Das baut ja, wie gesagt, gerade immer weiter aus. Und werden wir dann sehen, wie sich das Ganze dann schlussendlich spielt. Und dann am 27. kommt dann Shadowlands. Und dann geht es halt sowieso komplett ab. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was das ist, worauf ihr euch im Pre-Patch am meisten freut. Ich tippe mal zu 99%, dass die meisten sich auf die Charakterkosmisierungen freuen. Und da einfach richtig Bock haben, mal, ja, einfach ihre kompletten Chars zu switchen. Ich meine, ich habe auch genug Chars, wo ich dann einfach mal komplett ausrasten kann. Und dann alle mal verwerten kann. Ich habe auch noch vor meinem Geburtstag, haben mir meine Mods und Co. auch die Battle.net-Guthaben-Dinger geschenkt. Vielleicht werden wir da den ein oder anderen Char vielleicht mal hin und her changen auf eine andere Rasse oder so, die mir gerade besser gefällt. Wie mir aufgefallen ist und wie auch vielen von euch aufgefallen ist, in meiner Account-Vorschau habe ich sehr, sehr viele Orks. Vielleicht machen wir da mal aus einem Ork was anderes. Vielleicht wird es mal Zeit, dass einer kein Ork mehr ist. Aber Ork ist halt schon sexy irgendwo. Seht ihr die Rüstung? Die Transmog-Rüstung sieht immer so cool aus. Ist ja gleich wie bei Allianz, bei Menschen. Die Transmog-Rüstung sieht halt einfach so cool aus. Wenn du da irgendwas mockst, das hat halt irgendwie... Das hat halt irgendwie immer was. So, jetzt haben wir die zwei Dinger abgeschlossen. Okay, das war sogar ein bisschen Waste, da wieder zurückzukommen, weil jetzt muss ich erst wieder auf die andere Seite rüberreiten. Ich dachte mir zuerst, ich gehe extra hier zuerst hin. Egal, da kommen wir nicht drum rum. Aber Radiochland hat halt echt nicht viele Quests. Es ist halt nur die Bucht und die paar Quests hier oben und das war's dann schon. Aber EP gibt's halt trotzdem gut. 54 Level haben wir jetzt schon. Ist das hier ein Upgrade? Nee. Achso, ich habe die Taschen jetzt gar nicht eingebaut. Stimmt, das muss ich nachher noch machen, bevor ich es vergesse. Mir zeigt es auch noch überall an, dass das hier Upgrade wäre, weil da Crit und Co. drauf ist. Aber ich glaube, dass der Mainstart mehr rausholt. Deswegen haben wir erstmal den Kopf hier angezogen mit dem 24 Intelligenz drauf. Ich glaube fast, dass er besser skaliert als alles andere. Stimmt, den Chant haben wir auch noch drauf. Mal das Schatten bei uns mit dabei. Sieht auch ganz, ganz sick aus. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde dann keine Ahnung was rumswitchen. Können wir sicher an dem Gnome auch noch. Ich bin halt gespannt dann, mit was für Level und so weiter die rauskommen, weil bei dem Gnome wird es halt eh noch lange dauern, bis der Max-Level wird und der wird halt dann mittendrin im Let's Play die Umstellung haben wieder mal auf das neue Level-System. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das mitten in einem Let's Play passiert. So viele, wie ich mittlerweile schon hatte, habe ich schon einige Quest-Systeme durchgemacht. Da kommt ja immer wieder mal kompletter Umbau für das Ganze. Aber ich finde es immer nice. Immer wieder coole Abwechslung. Vor allem, wenn man sich dann besser entscheiden kann, wo man dann schlussendlich leveln will. Und dann kann man dann spezifische Mats besser benutzen und so weiter und so fort. Das ist immer sehr, sehr geil irgendwo. Genau, jetzt können wir das hier annehmen. Und das erste ist, glaube ich, direkt die Begleitquest, wo wir hier reingehen müssen. Da darf man nicht brainlegen und sollte merken, dass der hier direkt nach oben geht. Um hier beim Stein irgendwas rumzupfuschen. Haben wir jetzt, eine Robe habe ich nämlich keine bekommen, oder? Teufelsstoff, warte, war das hier nicht? Teufelsstoff, ah ne, die Robe war die hier, die Teufelsstoffrobe, genau. Die passt halt, das habe ich gemeint, weil ich habe die noch auf Bank, die konnte ich nur noch nicht lernen, aber die passt halt gar nicht zu dem Kopf dazu. Der Kopf ist halt so dunkelrot, das matcht halt überhaupt nicht. Ich glaube, eine Robe, die eher matchen würde, wäre die, ich meine vielleicht noch sowas in der Art, aber das ist halt auch noch zu hell. Vielleicht die Tier 1 Robe selber. Ich glaube, wir gehen dann sowieso mal in die ganzen Low-Level Raids rein und werden uns das ansehen. Die Robe habe ich mega Bock. Die kann ich mir dann herstellen. Das gibt's da. Pushen wir dann den Ruf mit Feuer. Wer ist nochmal? Lava und Feuerkern. Da werden wir dann den Ruf pushen und dann werden wir uns das Zeug holen. Weil irgendwie, auch wenn es schon Low Poly ist, extrem, aber irgendwie hat es halt Style. Irgendwie passt es halt zum Hexenmeister. Hat er einen coolen Style dabei. Die Schultern sehen jetzt so geil dafür. Ich meine, die schwarze Robe ist auch noch ganz cool. Das schwarz-goldene. Beim Gnomen vielleicht nicht so mega, weil er so klein ist, aber... Sonst die eine Robe, die noch passen würde, wäre diese... Was, die hier? Maybe die hier, aber die hat auch so ein anderes Rot. Die hier wird genau matchen. Eine Robe des Purpurordens, aber... Dann matcht der Umhang wieder gar nicht. Dieser Struggle, Alter. Immer passt irgendwas, ne, wenn man sich einen Mock bauen will. Wobei, am Parler ist mir letztens was eingefallen, was mir... nicht so schlecht gefallen hätte, aber ich weiß gerade nicht mehr, was die Teile das waren. Aber wie gesagt, schauen wir dann, wenn man das im Pre-Patch dann alles switchen kann. Wobei, Gnome hat jetzt nicht so viele Kostümisierungsmöglichkeiten. Er hat halt einen anderen Bart. Achso, der ist schon fertig. Er hat halt einen anderen Bart und so Stuff. Er hat so einen komischen Bart, der so nach vorne geht irgendwo. Aber ich glaube, er hat sonst nicht wirklich was. Ich glaube, Frisuren und Bärte waren eigentlich das Einzige, was beim Gnome angepasst wurden. Und sonst hat noch die Augenfarben, die man halt eh bei jeder Rasse dann einstellen kann. Hat jetzt nicht irgendwie so, ich weiß auch nicht, Zahnräder in den Haaren oder sowas. Ich glaube, die sollten mich niemals zu irgendwas dort befördern, Alter. Das sind die dümmsten Charakterkosmisierungen, die ich jemals gesehen habe, einfach.
Hatte man hier nicht was, dass man schneller schwimmt? Ich glaube, das hat man generell, ja, das hat man generell. Ja, aber so irgendwas Gnomisches würde halt schon noch passen. Irgendwie wäre es cool, dass Gnom standardmäßig so eine Brille aufsetzen könnte, oder ne? So eine Ingenieurskunstbrille in verschiedenen Ausführungen. Das passt halt irgendwie zu den technisch begabten Gnomen irgendwo. Aber vielleicht kriegt er ja noch irgendwas. Vielleicht kann er sich dann auch was tätowieren. Oh mein Gott, gab es nicht eine Questreihe, wo ein Gnom auf dem Kopf auf seiner Glatze einen Bauplan tätowiert hatte? Da gab es doch irgendeine Questreihe von. Oder irgendein Ausbruchsplan oder so. Irgendwas war da auf dem Kopf tätowiert, das weiß ich noch. Hier, es kann ein Rare drinnen sein, der so ein Teildrop, das in Classic mega beliebt war. Das hatte ich nämlich damals auch immer für Pimp Twink PvP. Da kannst du nämlich den Gegner mit dem Trinket quasi stunnen nochmal. Na, aber sowas wäre auch cool, Alter. So Blaupausen am Körper tätowieren oder so irgendwas. Oder so ein Zahnrad. Da ist er sogar. Prinz Nasiak. Vielleicht droppt das nach wie vor. Ich weiß es gar nicht, ob es das überhaupt noch in-game gibt. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob sie das irgendwann mal... What the fuck war der Soundbug gerade? What the fuck ist hier drinnen los, Alter? Mir bläst hier Trommelfell gleich raus. Was soll das denn? Das erinnert mich wieder an den Soundbug bei Diablo. Da ist immer noch drin, der Soundbug bei Diablo, by the way. Ah, okay, droppt er nicht. Da ist immer noch drin, der Soundbug bei Diablo, by the way. Wenn man Barbar spielt mit dem Charge-Set und ab und zu, wenn man Charge, stört sich einfach an, als würde man so mit der Flugzeugturbine starten. Da kriegst du halt immer fast Gehörsturz bei, wenn du es machst. Hier ist auch, im Wasser ist irgendwie der Sound vom Feuerschlag, glaube ich, war das. Bisschen bug irgendwo. Bisschen verzerrt das Ganze. Egal, können wir hier mal duplizieren auf den Zweien. Ah, so, meine Kapuze habe ich nicht mehr auf, wegen dem Toy gerade. Ah, Toy wegen dem. Der Anzeige fehlt. Sollte mir das nicht eigentlich? Ne, das ist ein Buff. Sollte mir die Brille nicht eigentlich anzeigen, wo der Stuff ist? Da wird ja wohl irgendwas in der Nähe sein gerade. Normalerweise sind ja immer keine Ahnung, wie viele Edelsteine. Außer es questet gerade einer, aber ich bin diese Woche erst so spät zum Recorden gekommen, dass erst der 29. ist und es ist 4:30 Uhr morgens. Deswegen dürfte hier eigentlich nicht viel los sein gerade. Wenn ich mich nicht täusche. Zumindest gesehen habe ich noch keinen, außer gerade vor einem einzigen Zwerg, der in der Eisenschmiede rumstand. Ah, da vorne ist wieder einer. In dieser, glaube ich, Schildkrötenpanzer ist er drinnen, oder nicht? Maybe, oder? Dann doch außerhalb. Wie viel brauchen wir von denen noch? 7, 1 Zauberer brauchen wir. Wobei, ich muss eh wahrscheinlich unten rein. Das sollte noch genug sein, aber Zauberer, schauen wir mal, da hinten ist einer. Zauberer sind immer ein bisschen weniger da. Schauen wir, dass die uns nicht wegrennt oder besser gesagt wegschwimmt. Das ist ja ein Fisch. Mehr Fisch als Mensch. Vielleicht kommen ja auch mal spielbare Naga, wobei, da bin ich nicht so der Fan von. Ich will immer noch meine Ogre, keine Ahnung. Ogre wären sicher sick zum Spielen. Vor allem der Dance da ist so nice. Der Ogre Dance ist halt bester Dance in-game. Den brauchst du halt einfach. Gibt nichts, was ich so sehr wollte wie den Ogre Dance. So, was brauchen wir noch? 8 von 10 Elfensteine oder Elfenedelsteine. Sollten da unten noch welche sein? Wobei, da ist noch einer. Das sind immer so wenig da irgendwie. Egal, ob hier Leute questen oder nicht. Das ist so verwirrend mit der Quest hier immer. Da müssten ja Baseline eigentlich genug von den Steinen da sein. Das kann es ja nicht sein, dass du da irgendwie auf den Respawn die ganze Zeit warten musst oder so. Das ist ja dann auch irgendwo merkwürdig. Ist der jetzt ganz unten? Doch, der wird ganz unten markiert. Da ist er. Dann fehlen immer noch 6 Stück und es wird keiner mehr von meiner Brille gerade angezeigt. Brauchen wir noch einen Räuber, den können wir eigentlich eh glatt killen, weil irgendwie aggro ich dachte hier, wenn ich hier reinschwimme, dass ich keine Ahnung was aggro, aber die sind irgendwie alle so weit unten, dass hier irgendwie gar nichts passiert. Na, wunderbar. So, da vorne ist noch mal einer. Hat die Brille so einen kleinen Radius oder zeigt die nur an, wenn ich wieder nach oben schwimme? Vielleicht geht das nicht über verschiedene Ebenen, das heißt, wenn ich zu tief bin, dass nicht angezeigt wird oder so. Oder ich brainlag so hart, dass ich das einfach überhaupt nicht realisiere. Na, okay, die respawnen die ganze Zeit, wenn du einen lootest. Es ist ja der wieder da, den ich gerade eben genommen habe. Da liegt ja noch der Mob daneben, den wir gerade gekillt haben. Vielleicht jetzt draußen nochmal irgendwo? Oder muss ich jetzt warten? Sind das 2 Erze in einem? Ne, das ist nur eins. Kann das sein, dass da immer nur eins dann ab ist? Jetzt ist ganz vorne eins wieder da. Na, die Brille hat schon einen ordentlichen Radius. Ich glaube, die spawnen einfach immer nur so spät. Ist ein bisschen... bisschen merkwürdig. Was ich auch bis heute noch nicht mag, ist, dass es keine ordentlichen, richtigen Unterwasser-Soundtracks gibt. Das finde ich auch noch komisch. Gleiche gerade bei Shadowlands. Ist auch noch immer mysteriös. Bei Shadowlands ist immer noch keine Musik drinnen.
Aber gut, ich stelle es mir generell vor, schwer vor, weil WoW, die Musik ist ja Orchestermusik. Die müssen das jetzt zwecks Krankheit und Co., die müssen ja auch wahrscheinlich da irgendwie extreme Distanzen einhalten oder überhaupt das alleine jeweils in der Ding aufnehmen und dann zusammengemischt werden oder so. Das ist auch alles blöd momentan. Wahrscheinlich wird es deswegen auch nochmal Delay. Wobei die Soundtracks waren meistens erst ganz, ganz am Ende drinnen. Aber das ist halt das, was nochmal so viel Atmosphäre aufbaut. Wahrscheinlich kommen die Soundtracks kommen dann am Ende zusammen mit dem Loading Screen. Loading Screen ist ja auch immer so ein Hype-Thema für so viele. Ich weiß auch nicht warum. Mir ist das immer ziemlich egal, wie der Loading Screen aussieht. Weil so lange bin ich da eigentlich nicht drauf, dass ich den jetzt bewundere bis zum geht nicht mehr. Ich kann mich auch fast an keine der Loading Screens mehr erinnern irgendwie. Der einzige, den ich gerade noch spontan weiß, ist der Mist of Pandaria mit den Statuen drauf und wie Utilkar, wo der Drache landet und die restlichen, glaube ich, habe ich alle verdrängt. Die habe ich alle verdrängt, Alter. Da kann ich mich gar nichts mehr erinnern. So, meine Haube wieder auf. Weg mit der Brille, Alter. Meinem Gnomen werden die Ohren kalt. Aber hier sind wenigstens auch genug Gnome. Ich könnte den Piratenhut, könnte ich mir orgen vielleicht, das Transmog? Ja, das passt auch nicht so geil. Ja, wunderbar. Da müssen wir nur noch den guten Captain O'Brien. Wank O'Brien heißt er. Den müssen wir noch verteidigen. Und ich glaube, das ist die letzte Quest hier eigentlich. Dann sollten wir eigentlich fertig sein. Kleiner Funfact. Der hier, den kann man farmen, wenn man Blutsegelbukaniere farmen will. Das heißt, wenn man den Wahnsinnigen farmt und keine Gruppe hat, um jetzt in Ratchet oder sonst irgendwo zu farmen, kann man einfach hergehen und immer wieder ihn umhauen, weil er hat nur ein paar Sekunden Respawn-Zeit. Allerdings muss man sich darauf gefasst machen, dass die Leute, die hier questen, übermad werden auf einen. Vor allem, weil du kannst ihn ja dann auch nicht killen, wenn ja einer die Begleitquest macht, dann drehen die Leute halt komplett durch. Ich hatte nämlich damals mal, ich meine, ist eigentlich gegen die TOS, aber ich hatte damals mal es gibt ja Maus-Software und da kannst du ja deinen Klick einfach automatisiert wiederholen, dass wenn du einmal klickst, dann klickst du einfach quasi automatisch über die Software immer wieder. Und dann stand ich da einfach mit meinem Mönch und da hat er halt einfach die ganze Zeit auf diesen Kranichwirbel drauf gehämmert und hat den halt über Nacht quasi für mich gefarmt. Und als ich dann am Morgen aufgestanden bin und halt geschaut habe, was los ist, Alter, hatte ich so viele Whispers, Alter, und alle waren so unglaublich mad. Das war kein guter Start in den Tag, ehrlich gesagt. Aber ja, gut, Hauptsache gefarmt damals und so. Da gibt es auch nichts. Ich habe den Wahnsinnigen eigentlich so oft gefarmt. 3,5 oder 2,5 Mal. Ich glaube 3,5 Mal war es insgesamt beim Twink-Account. Auf dem einen hatte ich damals auch angefangen. Das halbe Mal war dann noch am Shami und dann wurde es accountweit gemacht. Und dann habe ich die restlichen eigentlich umsonst gefarmt. Hat das jetzt schon gezählt? Nee. Ah, da kommt noch einer. Das Witzige ist, man darf nicht zu weit weggehen, sonst schlägt es einfach fehl. Ansonsten könntest du einfach vorne warten und halt schauen, wann die halt runterkommen. Dann wird es nochmal bei Weitem schneller gehen, aber das darf man leider nicht. Sonst cancel die Quest einfach automatisch und das wollen wir nicht, weil sonst haben wir jetzt wieder alles umsonst gekillt. Da ist dann immer ganz, ganz schlimme Realisation. Nice, wunderbar. Dann können wir das noch abgeben und das soll jetzt eigentlich für das Arati-Hochland gewesen sein. Genau, wir haben noch eine Robe bekommen und zwar mit 15 in 22 Ausdauer und 15 Crit, die ist bei Weitem besser. Das ist das, was wir gerade tragen. Das ist eine lilane Robe, jetzt müssen wir wieder die Robe ummorgen, sonst passt das sie wieder gar nicht mehr und verzaubern muss ich sie auch noch. Ansonsten sind wir mit dem Gebiet durch und können dann beim nächsten Mal ins nächste Gebiet weitergehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Oder einfach auf den Server Blackrock einen Charakter stellen und dann Dilarim schicken. Dann kann ich es nämlich im Let's Play selber beantworten. Ansonsten, vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.